Name ist Arturo Tamayo. Heute nehme ich mit dem Deutschen Sinfonieorchester mehrere Werke von Alberto Ginastera auf. Also Ginastera war eine ganz wichtige Persönlichkeit für Lateinamerika in allgemein und Argentinien insbesondere. Die Aufbau des Stückes sind 6 verschiedene Sätze, die jeder eine eigene Problematik hat. Zum Beispiel einer ist über einen Ton. Alles geht um diesen Zentrum, dieses D. Es ist so, wissen Sie, wenn man einen Stern im Himmel sieht, man sieht einen Punkt und dann etwas, das nebenan brilliert. Das Schlagzeug hat in der Musik von Ginastera eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und Machinstrumente, so wie in diesem Stück Harfe oder Klavier, werden eigentlich als Schlagzeuginstrumente gebraucht. Tamayo? Ja? Es geht nur um den wirklich stabilen Puls, dann hätte ich gerne, wenn Sie einverstanden sind, dass die Bratschen etwas mehr geben. Dieses Piano von den Bratschen ist nicht gut zu verstehen. Das lässt entschuldigen, dass meine Pedanterie nicht an den Ton festbleiben, sondern gleich glissando. Ich höre Tawa und mit dem Ua, Tutti. Die Schwierigkeit, eine Aufnahme zu machen, ist, dass man die maximale Präzision erreichen muss, ohne die Energie zu verlieren. Die Konzentration von den Musikern ist extrem, also das ist wirklich bewundernswert.